Ja, ich habe den Text gelesen und hatte echt Probleme, die Assoziation, dass sich die Assoziation bei mir einstellte, die der Künstler beabsichtigt hat. Ich sehe das unter anderem natürlich aus fotografischen, weil ich fotografiere gerade, unter fotografischen Aspekten. Und da ist die Reihung von Männchen, die alle dieselbe Haltung haben, in unterschiedliche Richtungen gehen, ein ganz reizvolles Motiv. Wenn sie dann noch angenommen wird von Leuten, die da zwischendurch herumspazieren. Aber die Assoziation, die der Künstler beabsichtigt hat, hat sich bei mir nicht eingestellt. Kann ich jetzt so gar nicht. Ich habe jetzt gelesen, 25 Jahre deutsche Einheit und Grenzen überwinden und das alles gleich, alle gleich, alle sind gleich. Ja, das kommt mir jetzt so in den Sinn, wenn ich das dann sehe, dass alles gleich ist, jedes Männchen, jede Figur. Schön. Assoziation Einheit und grüne Männchen kriege ich nicht zusammen, muss ich sagen. Ja. Von der Perspektive schön zu sehen, aber mehr eigentlich nicht. Ich kann damit nicht so richtig wirklich was anfangen. Aber auf jeden Fall ist es schön grün. Vielfalt und ja, ich denke dann auch an die Wiedervereinigung natürlich und wird das noch einiges vor uns liegt und dass wir voneinander noch lernen müssen. Das denke ich so, wenn ich es so sehe. Ja, dass wir auf einem guten Weg sind. Ja, grün ist eine schöne Farbe, würde ich sagen. Dann darf man gehen. Schon ein ganz anderer Eindruck hier. Nicht? Aber mal was anderes. Nicht? Aber warum müssen die nur dazwischen tun und tun? Fragen Sie mich mal. Ja? Das ist eine Ausstellung, da kann ich ja nicht zwischen umherlaufen und machen, oder wie? Verstehe ich nicht. Oder darf man das? Boah, grüne Ampelmännchen. Den gibt's dann nur rosa Elefanten. Ja, genau, kein rosa Elefant. Weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch konkreter angucken. Ich glaube, das fehlt aber auch. Du sagtest ja, hier waren noch rote und ein schwarzes. Und schwarz und gelbe. Ich glaube, die fehlen bei dem ganzen Bild. Also, weil das ist ja gerade das, was es besonders macht, dass da was hervorsticht, was aus der Reihe tanzt. Und das fehlt ja jetzt. Jetzt sind es ja nur noch grüne. Naja, ich habe gerade gesagt, dass mir relativ wenig durch den Kopf geht. Aber ich bin vielleicht auch nicht so die Zielgruppe. Also es ist schön, es ist okay, aber ich hatte vermutet, dass die Männchen wenigstens unterschiedlich aussehen. Aber die sind ja auch noch alle einheitlich. Finde ich eher ein bisschen langweilig. Also ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht mal, was sie bedeuten. Also keine Ahnung, also ich habe da echt keine Ahnung, also bei mir geht da irgendwie gar nichts im Kopf rum irgendwie. Ich bin hier schon ein paar Mal vorbeigelaufen, aber so richtig eine Ahnung oder einen Gedanken habe ich dabei nicht. Ich finde es einfach irgendwie cool, dass die hier alle so stehen, aber hier standen auch mal rote, ne? Ja, und da habe ich mich schon gefragt, was das so für welche sind, warum das für eine Bedeutung hat, aber so eine Ahnung habe ich nicht. Ja, erstmal bin ich ein wenig verwundert und muss überlegen, was das darstellt oder was das überhaupt soll. Ja, ich meine, so viele Männchen herzustellen und die dann aufzustellen, ist vielleicht auch nicht ganz ohne Arbeit zu tun, aber weiß nicht, ich kenne, weiß auch nicht so recht den Sinn da drin erkennen. Ne, aber vielleicht liege ich auch falsch, aber so was würde ich erstmal sagen.
was mir da durch den Kopf geht. Das ist mir viel zu warm hier. In der Zeitung habe ich das auch schon gelesen. Da wurden ja schon etliche auch gestohlen hier, ne? Ja. Die sind ja niedlich. Aber ich habe eben gerade angefasst, das ist irgendwie Kunststoff. Nicht irgendwie Keramik oder irgend sowas. Ja. Naja. Stellt mich auf grün ein. Grün ist alles hier. Und was ich festgestellt habe, die haben auch immer andere Gesichter oder andere. So wie der eine hat so ein bisschen spitzeren Mund und der andere hat wieder ein bisschen mehr Lächeln so. Man muss sich die genau angucken. Da findet man immer einen Unterschied bei einigen. Oder nicht? Ja, dann gucken Sie mal. Setzen Sie mal die Brille auf. Nee, da hat er ja schon auf. Also ich finde das irgendwie. Ja, nö. Ist mal was anderes. Ist schön. Da haben Sie sich mal was Gutes einfallen lassen. Aber wozu? Was? Ja, Kunst soll das sein jetzt. Ja. Ich bin nicht so ein Kunstbanause. Irgendwo saßen die. Eins geschickt drauf. Haben Sie.